Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Teil oder weiteren Teil zu diesem Thema, dem inneren Kind. Und zwar der Teil 2 zum Praxisteil. Es gibt ja den theoretischen Teil, also wenn du den noch nicht gesehen hast, schau dir den zuerst an und dann schau dir den Teil 1 im Praxisteil an. Den zweiten Teil, den ich jetzt mache, da geht es einfach darum, um Probleme bei der Umsetzung. Denn ich kriege immer wieder Mails oder Zuschriften oder auch Leute von meinem Videokurs oder die zu mir kommen, sagen natürlich zwar immer, es ist ja wahnsinnig einfach, wenn man es versteht. Ja, es ist immer alles einfach, wenn man es versteht. Und ich sage auch, das ist so schlüssig, das geht so schnell, wenn du es erklärst. Innerhalb von ein paar Minuten wissen wir, um was es geht. Es ist nur so, ich schaffe es nicht. Viele sagen, sie schaffen es nicht. Und sage ich, Moment, da haben wir ein ganz großes Problem. Und das ist jetzt das, was ich dir zeigen möchte. Ich habe mir einiges mal aufgeschrieben, wahrscheinlich nicht alles. Also wenn du Fragen hast, wenn du sagst, ich habe das mit dem inneren Kind prinzipiell verstanden, ich komme aber irgendwie nicht weiter und es ist in diesen ganzen Videos nicht erklärt, auch jetzt in diesem nicht, dann bitte schreib mir, dann mache ich einen Teil 3, ich mache einen Teil 4, 5. Alles, was du möchtest, also was ihr da draußen braucht, kann ich euch liefern. Ihr müsst halt nur fragen. Also wenn ihr verstanden habt, dass es relativ einfach ist in der Theorie. Ich höre zum Beispiel immer, wenn mich Leute anrufen und sagen, Herr Begelsbauer, ich brauche mal Ihre Hilfe. Ich habe aber so viele Baustellen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann sage ich, es ist völlig egal, was Sie haben. Es ist völlig egal. Und das meine ich auch so. Es ist in der Tiefe immer, immer, immer das Gleiche. Und das habe ich dir ja gezeigt. Wenn du dich daran erinnerst, in diesen Videos, wir kommen auf die Welt, wir sind ja frei von Mustern, von Werten, von Glaubenssätzen, von Prägungen. Die Außenwelt prägt uns und die macht alles erstmal richtig. Ich behaupte, die Eltern, das liegt schon auch in der Natur der Dinge, machen alles richtig, beziehungsweise was ich zuerst sagen wollte, ist, die lieben ihr Kind, die versuchen alles richtig zu machen. Natürlich gibt es Eltern, die haben, und da beginnt ja das Super-GAU im Bauch schon, die waren auf das Kind nicht vorbereitet oder die wollen vielleicht gar keine Kinder. Dann werden sie es den Kindern vorwerfen. Wegen dir kann ich keine Ausbildung machen. Wegen dir habe ich Ärger mit Papa oder Mama. Du bist schuld. Klar gibt es solche krassen Fälle. Die Eltern sind halt unfähig zuzugeben, dass sie es vermasselt haben, dass sie nicht verhütet haben oder nicht die Konsequenz einer Abtreibung in Erwägung gezogen haben. Anstatt das Kind in der Hölle großzuziehen, das ist die Hölle für ein Kind, wenn es spürt, es ist Mittelpunkt des Schmerzes von Mama und Papa oder der Ehe. Anstatt es eben da großziehen zu lassen in der Hölle, hätten sie es halt lieber erstmal nicht angenommen. Das heißt also, ob das in der Schwangerschaft passiert, dass ein Kind nicht gewollt war, ob es während der Geburt ein Trauma gibt, es gibt immer Traumen. Es ist völlig illusionär zu glauben, dass ein Mensch ohne ein Trauma aufwächst. Ich glaube, ich sage es bewusst so salopp, das Dämlichste oder Dümmste ist, zu glauben, ich habe kein Problem. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte und sie fragen, was ich mache, und sie sagen, ach so, ich werde ihre Dienste nie brauchen, ich habe kein Problem, dann sage ich natürlich nichts. Weil ich weiß, wie es ist, habe ich früher auch geglaubt. Ich dachte immer, andere ein Problem, nur ich nicht. Das ist aber so ziemlich das Dümmste, was ein Mensch glauben kann, dass er kein Problem hat, dann wäre er kein Mensch. Und das heißt ja auch Problem. Und nicht Kontrablem, ist ja für mich gedacht. Und wenn ich proaktiv damit umgehe, kann ich was verstehen lernen und ich quasi kann was lösen, heilen, verändern lernen. Es ist also nicht möglich, dass eine menschliche Zelle, die leidet per se, weil sie ständig Angst hat, also ein Wesen an sich, dass es kein Problem kriegt. Das ist nicht möglich. Das ist ein Irrtum, das zu glauben. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, über meine Kindheit braucht man nicht reden. Sag ich, ja, müssen wir auch nicht. Das ist für mich sowieso Zeit- und Geldverschwendung, immer über die Kindheit zu reden und zu analysieren. Das brauchen wir nicht. Weil ich kann Ihnen innerhalb von 5 Sekunden sagen, wie Sie es lösen können und völlig egal, wie Sie heißen und was Sie haben. Das ist in meiner Methode. Da brauche ich überhaupt nicht wissen, was es geht, weil es in der Tiefe immer darum geht. Ob jemand schwerste Krankheiten hat, physisch wie psychisch oder es ist doch egal was, Beziehungsprobleme. In der Tiefe geht es immer nur um diese traumatischen Verletzungen, um dieses, wenn man so möchte, inneres Kind. Man kann es auch Schmerzkörper nennen, wie es Eckhart Tolle nennt, wie es die Medizin nennt, Schmerzkörper, das spielt auch gar keine Rolle. Wenn ich nicht verstehe, dass ich als Mensch einfach, als kleines Wesen, ihr kennt ja meine Puppe, Wünsche und Bedürfnisse habe, die die Eltern definitiv nie alle erfüllen können, ist völlig illusionär zu glauben, dass Eltern es schaffen werden. Ist aber auch nicht sinnvoll.
Denn auf einer höheren Ebene betrachtet, müssen wir uns ja mal fragen, stimmt es, dass wir eine Seele haben? Stimmt es, dass wir eine Inkarnation hier haben oder Reinkarnation? Kann es sein, dass ich was mitbringe? Kann es sein, dass es hier mein Karma ist? Karma ist nichts Negatives. Das heißt immer mieses Karma. Oder so, das sagen nur Leute, die keine Ahnung haben. Karma ist Ursache-Wirkung. Aber da, vielleicht mache ich da mal extra, wo die Videos zu, das würde zu weit ausführen, sonst oder ja, zu weit führen. Jeder wird, also zurück zu der Seelenidee, wenn die Seele eine Aufgabe mitbringt, ja, dann muss sie doch in dieses Leben inkarnieren, geboren werden und muss diese Eltern aussuchen, die entweder extrem liebenswert sind, was genauso fatal ist, zu liebenswerte Mutter oder Vater, zu kluckenhaft richtet fast genau den gleichen Schaden an, nur weniger sichtbar, wie wenn die Eltern extrem schwierig oder blöd sind. Also jede Zelle, jedes Lebewesen wird über kurz oder lang leiden, wird schwerst traumatisiert werden, das muss einfach klar sein. Wenn das jemand nicht versteht, am besten dann gleich abschalten, weil dann kriegt man so einen Hals und sagt, wie es bei mir oft in der Beratung heißt, ja, ich hatte eine total glückliche Kindheit. Da muss ich mir ehrlich gesagt immer das Lachen ein bisschen verkneifen, nicht wegen dem mangelnden Respekt, nein, wegen der unsinnigen Aussage, wegen der Unlogik. Es ist unlogisch, sowas zu sagen. Es sei denn, ja, man kennt sich halt mit Mathematik nicht aus oder mit Logik eben. Ich kann gar nie beurteilen, ob ich eine schöne, schlechte oder sonstige Kindheit hatte. Schlecht vielleicht eher, wenn ich geschlagen werde, gehe ich davon aus, das war sicherlich nicht okay. Aber wenn jemand sagt, ich hatte liebenswerte Eltern, ich hatte eine tolle, schöne, beschützte Kindheit, dann werde ich da nicht widersprechen. Ich weiß nur, dieser Mensch kann es definitiv nicht beurteilen. Ich habe keinen Referenzindex. Ich habe keinen Bezugsindex. In Bezug auf was bewerte ich meine Kindheit? Ich habe nur eine, also kann ich es gar nicht bewerten. Und ob die Eltern lieb waren oder schwierig waren oder blöd waren? Als Kind mussten wir uns lernen zu prostituieren. Wir mussten uns lernen, schon auf einer kindlichen Säuglingsebene, mussten wir uns lernen anzupassen. Entweder wir schreien extrem viel, um Aufmerksamkeit zu kriegen, oder wir lassen es irgendwann, nachdem wir es natürlich erst versucht haben, weil wir feststellen, wenn wir schreien, bringt es ja doch nichts. Ein Kind wird wie ein Tier programmiert aufgrund des prähistorischen Gehirns. Ein Kind hat gar keine Möglichkeit, ganz einfach aufzuwachsen, weil es braucht hier auch Lehrer, Eltern, Kindergarten, Schule, die uns Ideen vermitteln und alles, was die Gesellschaft, die Politik, die Wissenschaft, die Medizin, die Psychologie, die Eltern uns oktroyieren, also uns ja, auftischen, nenne ich es mal, oder überstülpen eben, ja, das glauben wir. Wir können es nicht prüfen. Also glauben wir all das, ob es richtig ist oder nicht. Und es wird niemand überprüfen, es sei denn, er wird krank. Also ist jede Krankheit ein geniales Signal der Seele, der Psyche, das ist das gleiche Wort, das ist die gleiche Bezeichnung für das Gleiche. Und dann ist es doch genial, wenn man Symptome kriegt. Es ist nur nicht witzig. Nur wie der Volksmund schon sagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Wenn ich nicht gelernt habe, auf mich zu hören und es zu fühlen und meinen Körper zu interpretieren, die genialen Signale, das lernen wir im Kindergarten nicht und in der Schule nicht, dann werde ich darunter leiden. Also jeder Mensch, behaupte ich, prüf immer deine Wahrheit, glaub mir nicht immer alles. Und wenn es dich aggressiv macht oder unsicher, was ich sage, dann ist es dein Thema, dann löse es. Es hat nichts mit mir zu tun. Nur find deine Wahrheit raus. Nur es ist in der Zwischenzeit, millionenfach ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber ganz klar erforscht. Bedeutet also in letzter Konsequenz, wenn jemand krank wird, egal bei welcher Krankheit, egal bei welcher psychischen oder psychosomatischen Auffälligkeit oder Störung, ist der Mensch selbst dafür verantwortlich. Und ich benutze ein Wort, das nicht stimmt zwar und das ich auch nicht mag, weil es nie um Schuld geht, aber man könnte sagen, du bist selbst schuld. Gut, das klingt ein bisschen krass. Nur wie ich auch schon im Video sicherlich gesagt habe, der Richter würde sagen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Bloß weil ich mich nicht für mich interessiere, werde ich eben bestraft. Es sollte der natürliche Instinkt eines Menschen sein, zu sagen, ich möchte rausfinden, wie funktioniert meine Psyche, wie funktioniert mein Körper, wie funktioniert mein Leben, dass ich maximal und gesund und glücklich alt werden kann. Ein normaler Mensch interessiert sich einen Scheiß für sein Leben. Der spielt an seinem Handy rum, der macht viel Sport, versucht ständig Ziele zu erreichen und irgend so einen Scheiß und dann wird er krank. Und dann regt er sich auf und geht zum Arzt oder zum Psychologen oder zu mir als Coach und sagt, ja, machen Sie es weg. Ganz interessante Aussagen sind oft, dass in der zweiten Stunde Menschen zu mir kommen und sagen, jetzt haben wir das letzte Mal miteinander gearbeitet, es hat sich aber noch nichts verändert. Da muss ich immer lachen und sagen, da bin ich Ihnen aber nicht böse. Dann sagen die, wieso mir? Sag ich, ach so, wollten Sie mich jetzt anklagen, dass Sie dachten, ich kann zaubern? Ich habe Ihnen erklärt, um was es geht. Ich habe Ihnen eine Übung angeboten, weil ich kann nur zur Selbsthilfe anleiten und informieren.
und zeigen, wie es geht. Und auch warnen, dass man glaubt, man kann alles allein lösen. Man braucht Ärzte, man braucht Psychologen, man braucht therapeutische Hilfe, wenn es alleine nicht geht. Ich habe ihnen gezeigt, sage ich immer wieder, wie es geht. Sie waren eine Stunde bei mir im Coaching. In dieser Stunde haben wir viel erreicht. Aber den Rest dieser 2 Wochen, bis sie wiederkommen, waren sie allein. Und sie hatten eine Aufgabe von mir, das einmal am Tag zu machen, dass sie in den Schmerz gehen. Kontrolliert, sicher, so wie ich es eben erkläre, dass auch nichts passieren kann, dass alles sicher abläuft. Wenn sie es nicht machen, bin ich ihnen nicht böse. Deswegen habe ich gesagt, ich bin ihnen nicht böse, wenn es sich nicht verändert hat. Aber glauben Sie mir nicht allen Ernstes, dass ich schnipseln, zaubern kann, es ist alles weg. Das ist doch Ihre Aufgabe, Ihre Verantwortung. Und das sage ich jetzt nicht so immer, es sei denn, macht jemand wirklich blöd, dann sage ich, und Sie haben Ihren Körper zerstört, Sie haben es vermasselt. Aufgrund von Ihrer Unwissenheit, von Ihrer Ignoranz dem Leben gegenüber, haben Sie jetzt eben Ihre körperlichen Probleme. Was kann ich da dafür? Sie sind zwar nicht wirklich schuld, weil Sie es nicht wussten, aber wie gesagt, der Richter sagt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wenn Sie sich nicht interessieren, wie Sie sich funktionieren, immer glauben, wenn Sie zum Arzt gehen, dass er es wegmacht, oder zum Psychologen, dass er es wegmacht, am besten Medikament oder mal schnell eine Hypnose oder was, dass ich die Verantwortung übernehmen muss, dann kriegen Sie einen Tritt in den Hintern. Und dann sind Sie tatsächlich selbst schuld. Wenn Sie also bei mir sind oder bei einem Therapeuten oder auch immer, und der gibt Ihnen eine Idee und Sie machen es nicht, sage ich zu den Leuten, ja, dann sind Sie wirklich selbst schuld. Dann trifft das Wort Schuld zu. Davor vielleicht nicht, weil sie es nicht wussten. Wenn Ihnen aber jemand, so wie ich es immer mache, in der ersten Sitzung schon ganz klar schlüssig erklärt und beweist, um was es wirklich geht, Sie es auch verstanden haben, Sie nichts machen, dann sind Sie selbst schuld. Und das ist in Ordnung. Okay, also, und ich gucke mal auf meine Punkte, dass ich nichts vergesse. Viele sagen eben, sie kommen nicht voran. Dann sage ich immer, es braucht Zeit. Es braucht einfach Zeit. Denn eins muss wieder klar sein, das habe ich euch ja auch oder dir schon mal gezeigt, nehme ich mal an, ja, doch, nochmal schön, jetzt gucke ich gerade mal im Kontrollmonitor, so, dass letztendlich jedes Problem in der Tiefe eine Drogenabhängigkeit in sich birgt. Wir werden unsere Probleme deswegen nicht so einfach los, deswegen nützt positiv Denken und der ganze, ich sage wirklich bewusst salopp immer wieder, der Scheiß, weil es ist ein Scheiß, zu glauben, mit Chakra, mit positiv Denken kann ich mein Problem lösen. Positiv Denken zwischendurch ist unerlässlich. Ich sage meinen Klienten auch, wenn du die Arbeit mit dir machst, wirst du der Hölle begegnen. Mach es also nur kontrolliert, wenn du es kannst oder mit deinem Therapeuten. Und da das anstrengend ist, deinem inneren Kind zu begegnen, weil es dich gar nicht leiten kann, weil du hast es länger vermasselt wie deine Eltern, also wenn man jetzt älter wie ich 36 ist, 18 Jahre lang waren die Eltern zuständig, rein rechnerisch und faktisch, und 36, wenn ich 36 bin, war ich auch bereits 18 Jahre schon 18 und volljährig, hätte es regeln müssen. Also egal wie viel älter ich bin, selbst wenn ich nur 20 bin, hätte ich 2 Jahre Zeit gehabt, rechtlich mich mal endlich um meinen Körper und mein Leben zu kümmern und nicht immer zu sagen, meine Eltern sind schuld oder die Politik. Wenn ich also mich an den Schmerz gewöhnt habe, an diese in der Zwischenzeit Komfortzone oder wie ich es auch sage, Lieblingsgefühl, dann habe ich natürlich diesen Drogen- und Hormoncocktail in mir. Und das einfach loszulassen geht nicht. Deswegen ist es auch genauso ein Blödsinn, wenn jemand sagt, lass doch mal los, denk nicht an deine Vergangenheit. Ist doch völliger Quatsch. Wenn jemand sagt, denk an die Zukunft, programmier die Zukunft, nimm die Quantenheilung oder sowas, das ist, ich sage es wirklich bewusst, mit dem nötigen Respekt, ich habe das alles gelernt, Mist, es so zu glauben, dass es so geht. Nicht, dass es nicht funktioniert. Ich habe Quantenphysik und Quantenpsychologie gelernt. Das ist der Ursprung von der Quantenheilung, Quantenenergie, Matrixenergetik. Sie haben das halt irgendwann mal alle abgekupfert. Okay, das ist ja gut. Und es funktioniert, wenn ich in diesem Space bin. Nur wenn ich in diesem Space bin, ob ich die 2-Punkt-Methode mache, was auch immer, dann habe ich erfahren, deswegen sind die Sachen grundsätzlich gut, was machbar ist, wie es sich anfühlt, in diesem universellen Feld zu sein. Da, wo ich eigentlich immer sein sollte, wo ich hingehöre. Nur dann komme ich aus der Arbeit, aus der Übung raus, komme wieder nach Hause, in meine Komfortzone, wo mich meine Frau nervt, mein Chef, mein Wetter oder was auch immer, oder das Wetter. Ja, und dann bin ich wieder da unten und bin super enttäuscht, dass es halt auf Dauer nicht klappt. Zwischendurch das zu machen, zu sagen, ich habe jetzt hier mitgearbeitet, das ist sehr anstrengend, das ist sehr mutig, das ist toll. Und jetzt bin ich aus der Übung raus und jetzt setze ich mich hin, jetzt visualisiere ich meine Zukunft. Jetzt mache ich alles Mögliche an Techniken und an Sachen, die mir helfen, eben vielleicht auch Bachblüten, homöopathische Mittel, all das, was man eben braucht oder möchte, was der Therapeut oder der Arzt verschreibt. Und das nutze ich zwischendurch natürlich. Das empfehle ich dir auch dringend. Wenn du nicht bereit bist zu sterben, denn so fühlt es sich an, und das ist niemand, das sollte man auch noch nie alleine machen, da die ganze Zeit reinzugehen, das könnte uns zu Depressionen führen und so, also braucht es Zeit, langsam.
Denn wenn das innere Kind über Jahre oder Jahrzehnte in die Tonne geklopft wurde von dir, weil du es nicht wusstest, weil du lieber am Handy rumspielst oder joggen gehst oder viel arbeiten, anstatt dich um deinen Körper zu kümmern und das innere Kind, dann wird das innere Kind dir nicht vertrauen und sagen, du kannst mich mal. Also braucht das innere Kind Zeit und Vertrauen. Du wirst es immer schaffen, immer. Denn du hast die halbe Miete, wenn du dich hinsetzt, die Augen schließt und dich diesen Gefühlen widmest, wie ich es ja den Leuten beschreibe oder auch in meinen Videos. Denn dann zeigst du deinem Gehirn, auch deinem Ego, dass ich keinen Bock mehr habe, auf meine Ego-Spielchen reinzufallen, zu glauben, meine Frau, mein Mann oder irgendjemand ist schuld oder verantwortlich. Ganz sicher ist nie die Außenwelt schuld oder verantwortlich für deine Gefühle. Deine Vergangenheit ist es. Wenn ich also lerne zu verstehen, mein Ego, also das falsche Ich, meine falsche Identität sagt immer, alles sind schuld und ich bin das arme Opfer, ja, dann falle ich halt auf den größten Lügner und Narzissten auf der Welt rein, nämlich mein Ego. Okay, das muss ich halt durchschauen. Da muss ich wissen, mein Ego hat ja eine positive Absicht. Das hat nämlich Angst, wenn ich diesen Hormoncocktail löse, ist das Ego arbeitslos und du wirst sterben, weil du ja gar keine Berechtigung mehr hast als Opfer. Da kannst du kein Opfer mehr sein. Wenn ich also da dran gehe, mich diesem Ganzen widme, dann muss ich mir klar machen, jetzt zeige ich meinem Organismus, ich setze oder lege mich hin und begegne diesen Gefühlen. Ob sie leicht auftauchen, stark auftauchen, da komme ich nachher drauf zu sprechen, oder gar nicht. Du hast immer die halbe Miete, wenn du es versuchst. Wenn also jemand kommt und sagt, ich habe das gemacht, Herr Begelsbach, aber es ist nichts passiert, dann sage ich, was heißt, Sie haben es gemacht? Ja, ich habe mich im geschützten, sicheren Rahmen, wie Sie es empfohlen haben, hingesetzt und hingelegt. Ich bin mir sicher, dass ich es physiologisch machen kann, dass ich soweit gesund bin, um mich meinen Gefühlen zu widmen, dass ich keine Unterstützung brauche, dass ja jeder für sich selbst verantwortlich. Ich habe es versucht, aber es ist nichts passiert, sage ich, oh, schön, dass Sie es ansprechen, das stimmt nicht. Sie haben die halbe Miete, indem Sie es versuchen. Sie haben es versucht. Und das zeigt Ihrem Gehirn, Ihrem Ego, Ihrem inneren Kind, ich laufe nicht mehr weg. Ich setze mich hin, widme mich diesen Gefühlen und bin einfach nur neugierig, was passiert. Wenn nichts passiert, habe ich die halbe Miete, weil ich den Fluchtreflex unterbrochen habe. Dann kriegt mein inneres Kind mit, okay, Michael ist interessiert, aber ich zeige mich noch nicht, weil wenn er es nicht aushält, dann ist er wieder weg, dann bleibe ich doch lieber gleich weg. Wenn du also beginnst, damit zu arbeiten, dann musst du einfach wissen, es braucht Zeit, bis dein kleines Kind, dein inneres Kind dir Vertrauen lernt. Und wenn das Jahre dauern würde, das dauert nie so lange, noch nicht mal unbedingt Monate, nur wenn es Jahre dauern würde, wäre das ein Weg, der jahrelang in die richtige Richtung geht, nämlich auf den Schmerz zu, anstatt mit positiv denken oder was auch immer in die Richtung. Und dann wirst du immer langsamer, also immer tiefer kommen, schön langsam, 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 aber stetig da rein und da durch. Das funktioniert immer. Wenn es nicht geht, dann brauchst du therapeutische Hilfe, dann brauchst du Unterstützung. Und wenn es zu schnell, zu stark wird, dass du zu schnell da reingerätst, dann zieh die Reißleine, indem du irgendwelche Drogen benutzt. Drogen sind, auf deinem Handy rumzugucken, was du immer machst. Jemand anrufen und sagen, du, kannst du mir mal einen Witz erzählen oder sagen, dass du mich lieb hast oder kannst du vorbeikommen, mich in den Arm nehmen, ich bin gerade so, noch zu massiv in diesem Gefühl oder es ist zu stark. Oder, wenn es richtig stark und nicht mehr handelbar wird, definitiv nicht mehr allein machen und zu einem Therapeuten gehen und ihm sagen, was du machen möchtest. Normaler Therapeut, was auch immer normales ist, also Verhaltenstherapie oder so, die werden nicht ausgebildet, es gibt genügend, die das kennen und machen, dann ist es richtig, aber wenn irgendjemand nur mit dir über deine Probleme redet, kannst du vergessen. Diese Therapie ist völlig verschwendete Zeit, auch wenn du es nicht bezahlen musst. Denn in der Verhaltenstherapie geht man davon aus, dass man als Kind ein falsches Verhalten gelernt hat und jetzt sollst du ein neues Verhalten lernen. In der Kindheit hat man Verhalten gelernt zu überleben, das war nicht falsch. Deswegen ist es Quatsch, an der Verhaltensebene rumzuarbeiten. Es geht um emotionale Prozesse, nicht intellektuelle oder verhaltenstechnische. Also wenn du einen Therapeuten hast, der mit dir da rein oder durchgeht, sanft, liebevoll, respektvoll, dann mach es. Wenn die Gefühle zu stark werden, oft sagen Leute, ja, jetzt werden die Gefühle sehr stark, ich habe körperliche Schmerzen, der Körper zittert, es taucht plötzlich die ganze salopformulierte Scheiße auf. Und sag, ja, dann mach das nicht alleine, bist du wahnsinnig. Hol dir Hilfe. Du musst doch nicht unnötig leiden, weil als Kind warst du doch sowieso allein, jetzt mach doch das nicht auch noch allein. Dann hol dir Hilfe. Alleine schon, dass jemand da ist. Dich anfasst, wenn es nötig ist, einfach aber dein Herz für dich öffnet, sagt, du darfst hier weinen, schimpfen, anklagen. Das ist das, was dann hilft, weil endlich habe ich mal jemand. Und was auch wichtig ist, endlich bete ich mal um Hilfe. Ich frage jemand, kannst du mir helfen oder können Sie mir helfen? Und das ist der Punkt. Also wenn es nicht, es gibt es nicht, geht nicht, gibt es nicht. Es geht immer, wenn du dich hinsetzt oder hinlegst und diesem Gefühl begegnest, wird es über kurz oder lang immer funktionieren. Du brauchst nur Geduld.
Wenn es zu schnell geht, brauchst du Pausen und dann zwischendurch positiv denken. Wie gesagt, positiv denken, Quantenheilung, Quantenenergetik oder Matrix, alles geniale Techniken, die dazu dienen, dir einen Space zu schaffen, wo du weißt, da möchte ich hin. Aber es dient nicht, um das zu lösen. Was will ich denn hier machen? Das funktioniert nicht so leicht, wie es die Quantenmechanik oder Quantenphysik sagt. Das ist in der Theorie 100% richtig. In der Praxis ist es nur irrational zu glauben, dass ich das tiefe Problem lösen kann, indem ich irgendwas mache. Das wird ja jeder aber kurz oder lang rausfinden. Was ich halt auch höre, ich glaube, ich habe es im Eingang schon gesagt, dass viele Menschen sagen, ich habe so viele Baustellen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Dann sage ich, kommen Sie einfach mal, ich zeige Ihnen, oder wenn es Therapie geht, meine Frau, es ist immer nur eine Baustelle. Egal, welche Krankheit Sie haben, egal, welche Störung Sie haben, es ist in der Tiefe doch immer nur diese Angst, diese Verlustangst, die wir als Kind hatten oder wenn wir es auf einer spirituellen Ebene betrachten, der Trennungsschmerz aus der Einheit. Nur kann ich das nicht jedem erzählen, sonst denkt diesen esoterischer Spinner. Aber es geht letztendlich in der Tiefe oder in der Höhe, geht es immer nur um eins. Wir alle haben vergessen, wer wir wirklich sind. Wir haben vergessen, dass wir aus der Einheit kommen. Ob du das jetzt Universum nennst, Urgrund des Seins, Kosmos, Gott, Allliebe, das ist egal. Wir haben vergessen, wer wir wirklich sind und deswegen leidet die Seele. Und die Seele versucht von Leben zu Leben, durch Aussuchen dieser schwierigen Eltern auch oder schwierigen Situationen, dich zu informieren, dass du dein Leben oder deine vielen Leben lang schon immer leidest. Das heißt, wenn du einen Autounfall hast, wenn irgendwas Schlimmes passiert und du es nicht wirklich als Privileg bezeichnen kannst oder betrachten kannst, das sind wahrscheinlich die wenigsten, dann hast du was nicht verstanden. Krankheiten, es klingt jetzt wahrscheinlich furchtbar, du musst es auch nicht annehmen oder akzeptieren, aber Krankheiten, Symptome, Unfälle, was auch immer, kannst du jetzt als Opfer betrachten, indem du glaubst, es sind die äußeren Umstände, oder du kannst sagen, okay, wenn es stimmt, dass es Gesetzmäßigkeit im Universum gibt, dass ich mir das angezogen habe, weil ich dadurch lernen kann, dann wirst du sagen, der Kratzer im Auto, den werde ich nicht reparieren lassen, weil dieser Kratzer erinnert mich daran, wie wichtig ich mein Auto nehme. Wenn ich mein Bein gebrochen habe, dann werde ich es natürlich reparieren lassen, klar. Aber ich werde mich immer daran erinnern, dass dieser Bruch hoffentlich hoffentlich das letzte Mal war, wenn ich kapiert habe, ich brauche einen Bruch in meinem Leben, um nicht weiter wegzulaufen. Wenn ich höhere Zusammenhänge erforsche, ist ja in der Zwischenzeit auch alles erforscht, möchte noch keiner oder nicht so viele hören, dann wirst du feststellen, ja, es gibt Gesetzmäßigkeiten. Und wenn jeder Unfall, jede schwere Krankheit, auch die Eltern, wenn sie furchtbar waren, mir geschickt wurden oder ich sie gar vielleicht auf einer höheren Ebene im Zwischenleben bestellt habe, damit ich was lernen kann, dann ist es ein Privileg, sowas zu kriegen. Das sage ich natürlich niemandem, der das nicht versteht, der wird denken, der hat es ja nicht mehr alle. Der verarscht mich hier. Ich habe Kopfschmerzen oder Beziehungsprobleme und der erzählt mir so ein Mist, das würde ich natürlich nicht machen. Weil erst muss mal die Wut raus, die Trauer raus, all diese Gefühle, die hier geparkt wurden, müssen in diesem Leben gelöst werden. Da kann ich nicht zu jemandem gehen und sagen, drück mal irgendwo drauf, klopf mal irgendwo rum, mach was, dass es weg ist. Nein, du bist hier als Seele, um es selbst zu erfahren, zu durchleben und nicht immer sagen, Doktor, Psychologe, Coach, mach's weg. Das ist ja furchtbar. Dann lernst du ja nie die Verantwortung übernehmen, durch den Schmerz zu gehen. Dann kannst du es knicken. Du bist für dein inneres Kind verantwortlich. Niemand kann das heilen. Denn niemand kommt an diesen Schmerz ran. Und wenn es dir jemand wegnimmt, dann wirst du spätestens so schwerste körperliche Signale merken, dass es ein Fehler war. Also viele Baustellen gibt es nicht. Starke Gefühle habe ich schon gesagt. Oh, was ganz wichtig ist, muss man einen Schluck trinken. Wenn du mit deinem inneren Kind arbeitest, sag bitte um Gottes Willen nie, es ist alles okay. Das höre ich immer wieder von meinen Klienten, dass sie sagen, ja, ich bin in die Übung rein und dann kam das Gefühl hoch. Und dann sage ich zu meinem inneren Kind, ist alles okay. Das ist so ziemlich das Falscheste, was man machen kann. Es ist überhaupt nichts okay. Wie kann ich zu einem Kind sagen, das schwerst leidet, ist es alles okay? Das ist doch völliger Blödsinn. Ein Scheiß ist okay, es ist gar nichts okay. Dieses Kind hat Schmerzen ohne Ende. Da muss ich immer lachen, also nicht bei denen, was wenn mir das jemand sagt, lache ich sicherlich nie, aber wenn ich Actionfilme sehe oder gesehen habe und da wird jemand angeschossen, schwer verletzt, der Partner kommt, sagt, alles okay? Guck dir mal Actionfilme an oder solche Filme. Leute sind schwerst emotional verletzt, körperlich verletzt und der blöde Spruch immer, alles okay. Ein Scheiß ist okay. Den Fehler machen auch Eltern, wenn Kinder weinen, sagen sie, komm mal her, erzähl mal, was du hast. Das ist total bescheuert, ein Kind anzusprechen, wenn es weint. Denn dann muss es intellektualisieren, dann muss es anfangen zu sprechen, dann muss den Eltern sagen, ja, mir hat jemand meine Puppe weggenommen. Ja, was soll der Scheiß? Ist doch scheißegal, warum das Kind weint. Nimm es an und sag, komm her, Schätzchen, also das darf man ja schon sagen, komm her, und dann nicht reden.
das Kind weinen lassen, schreien lassen, was auch immer. Und wenn es dann wegläuft, nicht sagen, stopp mal, ich will wissen, was los war. Das interessiert kein Mensch, was los war oder hat nicht zu interessieren. Was los war, war, das Kind oder meine Partnerin hat ein Problem. Ich nehme sie in Arm. Sie kriegt einen geschützten Rahmen, wo sie fühlen, wo sie ausdrücken darf. Und dann kann sie gehen. Wieso soll sie mir sagen, um was es geht? Klar, wenn ich neugierig bin. Aber wenn sie es mir sagen möchte, das Kind oder meine Partnerin, meine Frau, dann sagt sie es mir. Wenn nicht, interessiert es mich nicht, weil ich weiß, sie war in einem emotionalen Ausnahmezustand. Ich habe ihr die Sicherheit gegeben, das wir als Kind eben nicht hatten, sonst wäre man nicht traumatisiert worden. Und dann geht sie und macht die Erfahrung, ich kann zu Papa oder zu meinem Mann kommen, der nimmt mich in den Arm und fragt mich ständig, was los war. Ich mag nicht drüber reden. Oder Kinder wissen oft gar nicht, was war. Da müssen sie drüber nachdenken, wenn der Vater sagt, ach so, dir ist jemand übers Bein gefahren. Ah ja, stimmt, der Fuß ist blatt, es scheint gebrochen zu sein. Okay, jetzt darfst du weinen. Ah nee, ist doch nicht gebrochen, da macht es keinen Sinn zu weinen. Das reicht nicht. Was soll der Quatsch? Und das machst du mit deinem inneren Kind auch, wenn du redest. Viele sagen, ja, ich rede dann mit meinem inneren Kind. Sag ich, hören Sie da auf, was ist denn der Quatsch? Reden Sie nicht mit Ihrem inneren Kind. Erstens mal versteht es Sie nicht. Auf einer zellulären Ebene versteht das Kind Sie nicht. Auf einer reptilien Ebene, Ihre Zellen verstehen es auch nicht. Wenn es Ihnen hilft, um die Übung zu machen, um sich ein bisschen darauf einzulassen, okay, oder wenn es zu stark wird, dass es nicht mehr handeln können, dann reden Sie mit dem Körper oder mit dem Kind, dass es ein bisschen dämmen können, um nicht auszurasten. Dann ist es okay. Aber sagen Sie bitte nicht Ihrem Kind, ist alles okay oder schön, dass du da bist, es wird alles gut. Das wird zu einem intellektuellen Prozess, weil es im Kopf sich abspielt und mit Sprache stattfindet und lenkt vom Fühlen ab. Also bitte nicht mit dem Kind reden. Das ist, bringt nur dir was, aber dem Kind nicht, weil der Körper versteht nicht, was du sagst. Wenn du vor einer Wiege stehst, zum Säugling sagst, ich bin da, ist alles okay, dann wird es weiterschreien, weil es dich nicht versteht. Mach es nur dann, wenn du das Gefühl hast, ich komme sonst nicht rein oder ich kann sonst nicht handeln, dann ist es okay. Aber sonst nicht reden und schon gar nie sagen, ist alles okay. Dann sagt das Kind, okay, der kleine Michael mit seinem Schmerz. Wenn Michael sagt, ist alles okay, dann kann ich ihm ja gar nicht sagen, ich fand es aber scheiße, dass Papa nicht da war. Wenn der sagt, ist alles okay, dann wird es wohl stimmen, dann lass wir es. Und dann kriegst du schwere Krankheiten, weil du deine Gefühle nie rauslässt. Jetzt muss ich noch einen Punkt, weil ich sehe gerade, gleich kommen meine Schüler, es ist Sonntagvormittag und ich unterrichte den ganzen Tag in meiner Methode. Und jetzt klingelt es hoffentlich nicht gleich, weil dann müsste ich schlagartig abbrechen. So, also, ich habe mich von meinem Partner getrennt, habe ich neulich gelesen von einer Frau. Und wenn ich ihn treffe oder er sich meldet, ist Anspannung in meinem Körper. Warum? Also ich vermute, die Frau denkt, sie hat sich von ihrem Partner getrennt, da muss doch alles okay sein. Ja, sie hat sich von ihrem Partner getrennt, weil eben nicht alles okay war, weil es vielleicht ein Arsch war oder weil die Beziehung anstrengend war. Also hat sie sich letztendlich unfreiwillig getrennt, die Frau. Und jetzt glaubt sie wahrscheinlich, ja, ich habe mich doch getrennt, ich habe doch hier die Kontrolle, ich habe alles im Griff. Wieso leide ich, wenn sich mein Partner meldet? Ja, ganz einfach. Die Frau, oder falls du das siehst, du hast dich von deinem Partner getrennt, weil es nicht mehr anders möglich war, weil er dir das nicht gegeben hat, was du gebraucht hast, weil dein inneres Kind halt keinen Ersatzpapa gefunden hat, also hast du dich getrennt. Das war aber eine Notlösung, das war Notwehr. Nichtsdestotrotz hast du immer noch das kleine Mädchen, die dir sagt, ich habe Angst, jetzt hast du dich von dem Ersatzpapa getrennt. Ich dachte, wir könnten es noch ein bisschen aushalten, weil ich hatte immer gehofft, dass der mir wenigstens, stellvertretend für die anderen Männer und in der Kausalität, also in der Ursache, der Papa mir die Absolution erteilt. Deswegen ist nicht die Frau nervös, sondern ihr Schmerzkörper ist nervös, weil er ganz einfach immer noch glaubt, hoffentlich kommt er zurück, dann kriege ich doch noch die Absolution, oder Angst hat, oh je, hoffentlich fällt jetzt der Mensch, die Frau nicht wieder auf den Papa rein, der sowieso nicht für mich da ist. Das heißt, das innere Kind hat ständig Angst, es nicht zu bekommen oder dass man es ihm nicht gibt oder lieber nicht nochmal das ganze Prozedere, bleib lieber von ihm weg. Und wenn du denkst, bloß weil du dich von ihm getrennt hast, ist es gelöst, dann ist es gar nichts gelöst. Du hast dich ja auch nur von ihm getrennt, weil du dein inneres Kind nicht mehr fühlen möchtest, was dann schon Sinn macht, wenn es in der Beziehung nicht läuft. Aber sich von einem Partner zu trennen, löst nie ein Problem. Das muss manchmal sein, wenn ich parallel in der Therapie, also du in der Therapie es löst, dann wirst du nicht den nächsten Partner anziehen, weil dann brauchst du nicht den nächsten Ersatzpapa. Okay, also, ich habe gerade gehört, es klingelt. Wenn es jetzt nochmal klingelt, mache ich eine Pause und mache dann nochmal ein paar Minuten weiter. Ansonsten schließe ich es jetzt einfach mal ab. Bedeutet also, bleib dran. Du hast die halbe Miete, wenn du da reingehst und du brauchst die nötige Zeit, um da durchzugehen. Da brauchst du unter Umständen therapeutische Hilfe. Das kannst du nicht alles immer allein schaffen. Wenn es geht, ist gut. Wenn nicht, such dir jemand. Wenn du Fragen hast, wenn ich Dinge noch nicht beantwortet habe oder noch unklar sind, schreib es mir, dann mache ich, wie gesagt, einen Teil 3, Teil 4, Teil 5 dazu.
Nur bleib dran. Es lohnt sich. Du wirst dem besten, einzigen, wirklich wichtigen Wesen, deinem inneren Kind begegnen, wenn du weitermachst. Und alles, was dazwischen eben als Stolperstein dient, hat nur damit zu tun, dass du es entweder nicht machst, zu wenig machst, alle paar Jahre da reinzugehen bringt nichts, oder zu viel Druck machst, weil du glaubst, jetzt bloß weil ich da reingehe, muss was passiert sein. Okay, bleib dran. Ich hoffe, ich konnte wieder ein bisschen mehr Klarheit reinbringen. Wenn nicht, schreib mir, dann mache ich gerne noch mehr Videos dazu. Und ja, schau dir auch die Videos Gefühle fühlen an die Büchse der Pandora Teil 1 und 2, wenn du neu auf meinem Kanal bist. Dann weißt du, okay, da gibt es ja auch noch viel mehr Videos, die mich auch da bei dem Prozess unterstützen. So, schön, dass ich weiter für dich da sein darf. Stell mir bitte Fragen, Kommentar, was auch immer. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Dein Michael.